Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dieses Video ist gerichtet an den Bruder Yasin al-Hanafi. Ja, und zwar, es gibt einige Brüder, einige Geschwister, die halt was dagegen haben, und viele Brüder und Geschwister haben was dafür. Also sagen, ja, gut, dass du endlich mal antwortest. Jemand, der endlich mal antwortet auf den Bruder. Weil ich sage immer noch Bruder, weil, wie gesagt, wenn jemand sagt, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, die Shahada ausspricht, aus dem Herzen aus daran glaubt, an Koran und an die Sunna und auf beste Art und Weise versucht zu praktizieren, ist es unser Bruder. Wenn jemand auch Fehler hat, wie er, ist es trotzdem unser Bruder. Klar, der wird bei Allah subhanahu wa ta'ala zur Rechenschaft gezogen, das ist klar. Aber wir werden, ja, nee, wir können nur aufklären und Sachen aufzählen, mehr nicht. Also wie gesagt, es gibt einige Brüder und Geschwister, die sagen, ja, endlich mal ein Video gegen ihn. Und es gibt wieder Brüder und Geschwister, die sagen, nein, du machst gerade Fitna. Und ich will diese Menschen, die gerade sagen, Fitna, dass ich Fitna stifte, will ich nochmal aufklären, warum ich gegen den Bruder ein Video mache oder mehrere Videos machen werde oder Videos gemacht habe, wie auch immer. Ja? Erstmal, das ist nicht seit heute geplant. Das ist nicht so, dass wir jetzt seit letzte Woche, vorletzte Woche oder seit dieser Heuchler sich gezeigt hat, ja, oder davor, wie auch immer, dass wir jetzt gegen Yasin al-Hanafi Videos geplant haben. Es war schon viel früher geplant. Ja, und manche werden sagen, ja, du machst so Christen, machst gegen Christen Videos, bleib doch bei Christen. Nein, das war auch nie so geplant. Mein YouTube-Kanal war nie auf diese Art und Weise aufgebaut, dass ich nur gegen die Christen, verlogene Christen Videos machen werde. Wir gucken uns mal hier mal an, Kanalinfo, sehr wichtig. Ja, das ist wie gesagt mein Kanal hier. Alhamdulillah. Ja, und wenn wir jetzt auf Kanalinfo gehen, ja, dann sehen wir hier Beschreibung. Dieser Kanal dient zur Widerlegung von Sekten, Christen, Gruppierungen und des Verständnisses des falschen Islams. Ja, Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, ja, und so weiter. Und hier Hadith zu gebieten, was recht ist, und zu verbieten, was verwerflich ist. Diese geschieht in Anlehnung an den Koran mehrfach geforderte Norm, der Recht zu gebieten und das Verwerfliche zu verbieten und so weiter. Also wie gesagt, hier nochmal, dieser Kanal dient zur Widerlegung von Sekten. Ahbash könnten auch sein, Schia könnte auch sein. Ja, kommt drauf an, wenn wir Wissen haben. Nur wenn wir Wissen haben. Wenn wir nicht Wissen haben, dann werden wir natürlich nicht reden. Die könnte alles sein, ja? Genauso auch wie die Qablanji, ja, und die Tekfiri und so weiter. Christen, Sekten sind Muslime gemeint, Christen, Gruppierungen und das Verständnis des falschen Islams. Also das ist schon geplant. Wann habe ich das reingeschrieben? Oder sieht man? Ach hier, 5.10.2014 habe ich das hier aufgeschrieben, also haben wir das hier so auf diese Art und Weise auf Beschreibung hinzugefügt. Also 2014, das ist nicht seit 2019. Klar, beigetreten, aber ich habe ja, sobald ich beigetreten bin, habe ich ja auch diese Beschreibung reingeschrieben. Das ist nicht von heute oder von gestern. Ja, das nochmal nebenbei. Und ich hatte ja nochmal einen Account gehabt, der war viel älter gewesen. Ich finde, irgendwo sieht man eigentlich bei Tablet, glaube ich, oder beim Handy konnte sogar sehen, wann ich das geschrieben habe. Da stand drauf, glaube ich. Aber ist jetzt auch egal. Ich habe ja noch einen alten Account, das weißt auch Yasin al-Hanafi, der weiß es ja auch, weil ich glaube, der kennt mich auch von früher, Allahu alam. Ja, dazu will ich auch noch was sagen. Auf jeden Fall habe ich noch einen alten Account, vor 10 Jahren habe ich den Account gehabt, den alten Account. Also habe ich nur kopiert und hinzugefügt, von alten Account auf den neuen Account. Das ist, vielleicht hat sich da sogar ein bisschen mehr geschrieben, ich weiß es nicht. Das ist schon länger her, wie gesagt, 10 Jahre her. 2014 sind wir hier, haben wir diesen Account gestartet. So. Also es ist nicht von gestern, das ist nicht von vorgestern, das war schon immer geplant, immer geplant, immer geplant. Nur weil man so viel mit den Christen beschäftigt war, kam es nie dazu, dass man gegen die Tekfiri Videos gemacht hat, weil man halt einfach beschäftigt war. Da kommt das Video, dann kommt das Video, dann muss man da antworten, da, weil die Christen gehen immer vor, sage ich ganz ehrlich, vor alles. Ja, aber irgendwann mal glaube ich nicht mehr, weil irgendwann mal ist auch Schluss. Da wir sagen, werden wir sagen, inshallah, ja, das war auch schon alles, da haben wir schon alles aufgeklärt. Wiederholung, ja, muss ja nicht unbedingt sein. Also es heißt, gegen Yasin al-Hanafi hat es schon vorher schon geplant, viel früher geplant. Also, ich hatte mal einen alten Account gehabt, der ist unwichtig, wie der jetzt hieß oder wie das heißt, oder der ein und der andere wird es noch kennen. Und damals hatten wir Videos gemacht gegen Christen. Und Yasin al-Hanafi hatte damals auch Videos gemacht, aber ohne sein Gesicht zu zeigen. Ja? Und der hat, damals hießen die Al-Matruidiyya wal-Ashariyya.
so ungefähr. Ja, ich glaube, El Maturidiyya, Wal Ashari. Da habe ich ihn gefragt, Maturidiyya, wieso bist du nicht Maturidiyya, wieso bist du nicht Hanefite? Habe ich ihn sogar mal gefragt, er meinte, egal, das ist ein anderes Thema und so weiter. Ich habe ihn mal geschrieben, irgendwie angeschrieben, kann ich mich noch erinnern. Schon 9 Jahre, ungefähr 8 Jahre, Allahu Alam her. Da hat er, glaube ich, auch gegen Schiiten Videos gemacht. Also gegen Christen hat er Videos gemacht. Die Videos sind auch teilweise noch zu sehen, die werden wir jetzt nicht einblenden. Aber wie gesagt, da ist er nur halt zu hören, ohne Gesicht. Ohne Gesicht, nur zu hören und mit einem anderen Bruder, glaube ich auch. Ja, also es waren zu zweit gewesen. Und die haben dann Videos gemacht gegen Christen. Ich habe dann Videos gegen Christen gemacht, also gegen die verlogenen Christen. Da gab es auch noch den Jesus Herr Islam falsch noch. Ja, das war wirklich eine Witzfigur. Das war schon lustig mit denen. Da haben wir halt den Islam verteidigt. Er war auch mit dabei. Er war auch einer der ersten YouTuber, die den Islam verteidigt haben. Ja. Also wie gesagt, die hießen El-Matrudiyya oder Al-Asharia, so hießen die, glaube ich, deren YouTube-Account. Ja, also damals kannte ich ihn schon, nur danach hat er, glaube ich, Arabisch gelernt und dies und hat lange Pause gemacht. Und irgendwann mal hat er, Allahu Alam, hat er natürlich dann andere Videos gemacht, gegen Tekfiri-Videos, Sachen-Videos, wo er halt Sachen einmischt, die vollkommen falsch sind. Da muss man halt aufpassen, was man da sagt. Guck mal. Dieser Mensch, ich sag dir ganz ehrlich, euch, meine Geschwister im Islam, ich habe nichts gegen ihn. Aber am Ende bringt er das, zumindest, ich sage jetzt nicht, dass er arrogant ist, ich sage lieber, er bringt es arrogant rüber. Weil ich will das ein bisschen höflich rüberbringen. Ich will jetzt nicht ihn irgendwie schlecht machen, aber er bringt das Ganze arrogant rüber, die ganze Dawa-Arbeit. Man hat gar nicht das Gefühl, dass er Taqwa hat, dass er gottesfürchtig ist. Er lacht zwischendurch mal Muslime aus, spricht den Tekfir aus gegen den Gelehrten, gegen den Sheikh al-Albani, Ibn Uthaymin, Bin Baz, sind alles Palastgelehrte. Ja, könnt ihr euch mal vorstellen. Ibn Uthaymin, da war nicht mal einmal bei dem König gewesen. Der König war immer bei ihm gewesen. Immer bei ihm gewesen. Wenn der König, wenn Ibn Uthaymin, ja, hat nie den König besucht in seinem Palast, sondern der König hat ihn immer bei ihm zu Hause gewesen und ihn besucht. Bin Baz, Sheikh al-Albani war so oft im Knast gewesen, im Gefängnis gewesen. Ja, der war die ganzen, damals die ganzen Leute, die ganzen Herrscher und so weiter, die haben ihn gehasst, ja, teilweise. Ja, das ist alles bekannt, ja, und diese Menschen werden auf einmal Palastgelehrte. Könnt ihr euch vorstellen, Ibn Uthaymin ist Palastgelehrte, Sheikh Bin Baz ist Palastgelehrte. Bin Baz ist Palastgelehrte und die ganzen saudischen Gelehrten, die jetzt so, die sind alles Palastgelehrte. Ich bin nicht für die saudischen Gelehrten, für alle Gelehrten. Es gibt die Madakhila, die werden wir auf jeden Fall, ja, subhanallah, Gott bewahre, ja. Wir nehmen Zuflucht vor diese Leuten, ja, weil die manchmal Sachen, die erklären die Muslime jetzt auch, also sie machen auch diesen Tekfir an andere, auf andere Art und Weise, ja. Wir müssen aufpassen, wir nehmen diesen mittleren Weg, den mittleren Weg nehmen wir. Und nicht den Weg, dass wir jetzt hier irgendwie alles zu Käfer erklären. Ja, der Herrscher, der König und dies und das. Man muss aufpassen, was man da sagt. Und aus diesem Grund machen wir die Videos, ja. Weil halt Yasin al-Hanafi einfach diese Fitna stiftet. Weil er halt die Mehrheit der Muslime zu Ungläubigen erklärt. Weil er halt einfach mit Finger zeigt und sagt, der ist Käfer, 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 Käfer. Was haben wir denn davon, wenn wir jetzt jeden Einzelnen als Käfer erklären und sagen, der ist Käfer, der ist Käfer? Wird Allah subhanahu wa ta'ala uns das fragen, dass wir die Menschen als Käfer erklären? Warum hast du ihn nicht als Käfer erklärt? Genau das Gegenteil. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Sahih-Hadith, in einem Bukhari-Hadith, La yermi rajulun rajulan bil fusuqi wa la yermi bil kuf inna tettet ala. Ja, niemals wird einer einen anderen als einer frevelhaften Tat oder des Unglauben bezichtigen, ohne dass dies ihn selbst treffen wird, solange sein Gefährte in Wirklichkeit nicht so ist. Niemals wird einen anderen den frevelhaften Tat oder des Unglauben bezichtigen, ohne dass dies ihn selbst treffen wird. Das heißt, es besteht die Gefahr, dass derjenige selber ein Käfir wird. Wenn man sagt, der ist ein Frevler, der ist ein Fasik, der ist ein Käfir, kann es zurückkommen, so dass du selber zu ein Fasik wirst, selber zu ein Ungläubiger wirst. Warum sollte man das überhaupt riskieren? Wenn ich jetzt eine Münze werfe, ja, und sage, Kopf oder Zahl, stell mal vor, du machst falsch und du bist in der Hölle für ewig, du bist ungläubig. Warum sollte man überhaupt dieses Spiel spielen? Das ist wie wenn du russisches Roulette spielst, ja?
russisch Roulette und stell dir mal vor, da sind alle Patronen schon drin, bis auf eine einzige Patrone. Ja? Und am Ende drückst du, da besteht doch die Gefahr, dass du selber dich selber umbringst damit. Und so ist es genau mit dieser Sache, mit diesem Hadith. Weil wenn man ihn als Käfer ansieht und er ist am Ende doch kein Käfer, aus dem Herzen aus glaubt er mehr sogar vielleicht als du, aus dem Munde aus vielleicht nicht, aber immerhin bezeugt er, dass es der Allah, Tabaraka wa ta'ala, der einzige Gott ist und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte Prophet ist. Und er glaubt auch vielleicht aus dem Herzen aus bäh als die Scharia als du. Ja, und du kannst dich einfach den als Käfer ansehen, weil wir reden jetzt nicht von Leuten, die jetzt Tawud, die ganze Zeit hinter Tawud stehen. Ja, und sich als Kemalisten benennen. Das meinen wir nicht. Wir reden von Leuten, die praktizieren, die den Jamal, die Fajr aufstehen und zur Moschee gehen. Ja, die vielleicht sogar, yani, Allah alam, die mehr Ibadah machen, mehr Zakah geben, mehr, yani, machen als derjenige, der Takfir ausspricht. Und den erklärst du dann als Kafir. Vielleicht wirst du dann selber ein Kafir, weil du den russischen, ja, weil du russische Roulette spielst. Ja, mit der Waffe, weil du mit dem Feuer spielst. Du spielst gerade mit dem Feuer. Und das müssen wir den Menschen, alhamdulillah, inshallah, aufklären. Das müssen wir denen zeigen. Alhamdulillah, es haben einige gesehen. Einige gesehen. Und einige haben gesagt, Makhakalal, oh, Bruder, ich habe bis heute noch, bis zu dem letzten Video mit Maida 44, ja, das letzte Video war halt, ja, anscheinend hat es die Leute ein bisschen also es ist ein bisschen halt, also die Leute sind wach geworden, ja, die sagen, ja, das Video haben wir gesehen und das ist klar und deutlich alles, ja, du hast es aufgezeigt, wir werden kein Takfir mehr aussprechen, wie können wir Haq halal machen, wie können wir zu dem, ich meine, ihr könnt nicht jetzt den Haq jedem einzelnen Menschen gehen, den ihr als Käfer erklärt habt, weil wir haben ja so viele Menschen, Millionen von Menschen als Käfer erklärt, ich meine, macht Tauba. Ja, Allah vergibt jede Sünde, außer Schirk, inshallah, wenn man damit sterben sollte, vergibt er, wen er will, ja, außer, dass man halt nicht Allah beigesellt. Und daher, und es gibt einige Brüder, die gesehen haben, gesagt, wir haben das Video gesehen, und das ist, subhanallah, wir wurden manipuliert, sehr viele Geschwister sind wieder zurückgekehrt, und das ist unser Ziel, weil wenn du jemanden als Käfer ansiehst, kannst du selber ein Käfer werden, fürchte Allah, Subhanahu wa ta'ala, Tabaraka wa ta'ala. Du kannst nicht einfach mit Finger jemanden sagen und er ist Käfir, obwohl er besser ist als du. Wallahi, er ist Allahu alam besser als du. Und du kannst nicht einfach jemanden Käfir ansehen, der mehr Ibadah macht. Ja, er ist Schirk gemacht. Wo, was für Schirk, Mann? Was für Schirk? Schirk aus dem Herzen aus? Nein. Aus dem Munde aus? Nein. Aus dem Herzen aus dem Munde aus? Ja. Das ist die Sache halt, das muss man halt wissen. Und die Hujja muss ihnen auch klar gemacht werden. Ja? Ein Qadi kann nur ihn verwarnen, nur ein Qadi. Bist du ein Qadi? Bist du ein Richter? Bist kein Richter, du bist ein Nullnummer. Und dieser Yasin al-Hanafi ist genau einer von denen, der diese Sache tut. Ja? Was hat zum Beispiel Ali radiallahu anhu gesagt? Ali radiallahu anhu hat gesagt, als er mit den Khawaris zusammen war, Kelimatu haq urida bihi batil. Ein wahres Wort, womit die Falschheit beabsichtigt wurde. Ein wahres Wort, womit die Falschheit beabsichtigt wurde. Und das ist es halt, was Ali radiallahu anhu gesagt hat zu den Khawarij. Die kamen mit ein wahres Wort an. Aber die haben was? Batil gemacht daraus. Batil. Die haben das Falsche daraus gemacht. Die haben das Falsche verstanden. Und es waren die Ersten gewesen, die den Koran geändert haben. Zumindest die Gesetze geändert haben, nicht die Schrift. Das haben die nicht geändert, aber die haben Takwil gemacht teilweise, die haben die Sunna abgelehnt, die haben die Scharia abgelehnt und Ali radiallahu anhu hat die nicht Kafir erklärt. Nicht als Kafir erklärt. Und das ist der Beweis dafür. Und du kommst hier an und sagst, der ist Kafir, obwohl du kein Gelehrter bist. Und Yasin al-Hanafi ist, wie gesagt, einer von denen, der die Unruhe stiftet. Nicht wir stiften Unruhe, nicht der Ramadan stiftet Unruhe, sondern er stiftet Unruhe. Wir erklären ja nicht die Muslime als Kafir. Wir erklären ja nicht, sagen nicht, diese Muslime sind ungläubig. Wisst ihr, meine Geschwister im Islam, nicht Muslime, was ein Kafir bedeutet? Seine Frau ist halal. Seine Blut ist halal. Weißt du, was es bedeutet, wenn diese Menschen an die Macht kommen sollten mit dieser Ideologie? La ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, ich will das gar nicht, yani, subhanallah. Die wissen nicht, was Kafir bedeutet, manche. Die sagen Kafir? Ja, das ist Kafir. Das ist Käfir. Wisst ihr, was Käfir bedeutet, was der Hukum dafür ist?
Erstmal musst du das mal erstmal lernen. Eigentlich musst du erstmal was anderes lernen, den Koran lernen. Und das ist es halt, warum wir diesen Bruder, auch wenn er jetzt zum Beispiel, der hat gemacht ein Video über Tawassul. Ja, was da habe ich mir ein bisschen angeguckt, halbe Stunde, 45 Minuten oder so, ein bisschen angeguckt. Ist das Subhanallah, er nimmt nur Daif-Hadithe, schwache Hadithe und nimmt Gelehrten, die nicht zu Jahwa Tadil gehören, nicht zu den Hadith-Gelehrten gehören, die halt die Hadithe ablehnen und die Akzeptanz der Hadithe aufzeigen und die Hadithe als schwach gestuft haben. Er nimmt einfach so, ja, von irgendwelchen Gelehrten haben das ja hier erklärt, das war's. Ja, aber was hat er eben Hajar Asqalani gesagt dazu, zu diesem Hadith? Schwach. Was hat denn gesagt Imam Zahabi? Schwach. Was hat denn gesagt hier Dar Qutni? Schwach. Was, das zählt er gar nicht auf. Er sagt, ja, gibt so und so, so und so. Und will einfach nur Tawassul befürworten, dass man Gräber indirekt anbetet, weil das ist bidda. Das ist kein Schirk. Tawassul ist bidda, so wie die Art und Weise, wie die machen. Das ist kein Schirk. Und dann kommt er so rüber, bringt es so rüber, manipuliert genau dieselbe Sache, was die Christen machen, auf eine andere und Weise, macht dieser Bruder, subhanallah, dass man nicht Allah fürchtet, weil wenn man Allah fürchtet, dann wird man es auf eine andere Art und Weise machen, man wird ein bisschen aufrichtig sein. Klar, das ist am Ende Fuck, das gehört zu Bidda, das ist nicht Schirk, da hat er recht, aber am Ende haben die Mehrheit der Gelehrten das abgelehnt. Er sagt, Abu Hanifa hat es nicht abgelehnt. Nee, Abu Hanifa hat das abgelehnt und hat es als Makruh angesehen. Ja, klar und deutlich, Imam Shafi hat das abgelehnt. Imam Malik, er sagt, nein, die haben es nicht abgelehnt und hat keine einzige Beweise. Und dann, subhanallah, sagt er einfach so und so. Und irgendwelche Zitate zitiert er, die vollkommen von vornherein schwach sind von Abu Hanifa, dass das und das gemacht wurde. Voll Quatsch und voll schwach. Das ist von Hanefiten sogar, von der Mehrheit der Hanefiten wie Imam Yusuf und von Imam Mohammed und so weiter, dass es vollkommen abgelehnt wird. Auch Tahawi, sein Akida ist auch bekannt, Tawassul hat er auch als Mekruh angesehen, ja, die Leute. Ibn Abidin steht sogar auch geschrieben, dass die hanefitische Rechtsschule das als Mekruh angesehen hat. Aber was macht er daraus? Er sagt, nein, das ist erlaubt. Er manipuliert wieder. Das machen die immer wieder, diese Leute, die Sekten gehören, die manipulieren. Und dann sagen die hier, Tawud, ja, Tawud, derjenige ist Kafir, ja, wenn nicht mit Allahs. Wo lebst du hier gerade? Ich meine, ganz ehrlich, ich komme wieder auf diesen Bart wieder zurück. Man kürzt den Bart, macht Videos und erklärt die Menschen zu Kafir. Mashallah, nicht, dass wir jetzt sagen, ja, jeder, der jetzt sein Bart kürzt, dass er kein Muslim ist. Das meinen wir gar nicht. Natürlich gibt es da einige Gelehrte, die gesagt haben, derjenige ist fasik, man darf hinter ihn nicht beten, man darf dies und das nicht machen. Es gibt diese Meinungen, ganz ehrlich, von Gelehrten, die sowas gesagt haben. Sie ähneln den Frauen und so weiter. Das ist wieder eine andere Geschichte. Am Ende will ich nur eins sagen, dass man dieser Mensch genau, der normalerweise die Macht dazu hat, sein Bart wachsen zu lassen, in dem Moment, wir reden jetzt an diesem Tag, dass er die Scharia gegen die Scharia ist, weil er ist dann gegen die Scharia, er widersetzt sich gegen die Scharia und macht, das ist zu ihm überlassen. Halas, nicht, dass wir jetzt aus diesem Grund ihn schlecht machen, nicht, dass jemand sich falsch versteht. Aber aus diesem Grund, weil er dann noch Videos macht gegen Muslime, das ist unglaublich. Diese Brüder machen durch ihren Dawa Familien kaputt. Frauen, die halt ihre Ehe, die verlieren, die erklären ihre Eltern zu Kafir. Die erklären manchmal dann zwischendurch, verlieren die ihre Frauen. Ja, das wird Zwietracht kommt aus diesem Grund ins Haus rein. Und aus diesem Grund trennen sich Familien. Der Mann und die Frau, die trennen sich. Ja, weil die dann irgendwie doch eine andere Meinung hat, vielleicht die Frau und so. Die trennen sich. Auf einmal wird die Frau zu Käfira, ja, und wird dann raus und wird auf einmal Feind Allahs. Und dann wird der Vater auf einmal, der Haji ist, der betet und alles drum und dran macht, nur weil er halt Erdogan mal gewählt hat, aus dem Grund, weil er auch für die Scharia ist, weil er einfach sieht, was damals passiert ist in seiner Zeit früher, weil in der Zeit von früher, vor Erdogan-Zeit, weiß man ganz genau, wie in Türkei war. Das war ganz anders gewesen. Da durften die nicht mal Koran auf Arabisch lesen. Teilweise hat man versucht, diese Leute einzusperren, die Jilbab anhatten, die Jalabian hatten. Ja, und so weiter. Man hat versucht, die zu bekämpfen und so weiter. Und Erdogan war ja nicht so einer gewesen. Er hat versucht, auf eine Art und Weise den Islam Freiheit zu geben. Und diese Muslime, die alt sind, 70, 80 Jahre alt sind, die haben das erlebt, die haben das gesehen mit ihren eigenen Augen, wo die Muslime halt verfolgt wurden, getötet wurden, angegriffen wurden und so weiter. Und aus diesem Grund wählen die halt Erdogan. Und der ist jetzt Kafir geworden, ja. Und und er ist mit einer Frau verheiratet, erklärt seinen Vater zu Kafir, ja. Der Junge dann.
Und was passiert dann? Dann so Unruhe, Zwietracht. Und dann, Leute bekämpfen sich dann, die Familie und so weiter. Und am Ende wird was? Besonders dann, wenn er dann diese Akide erst annimmt. Erst nachdem er geheiratet hat, nimmt er dann diese Akide an. Ja, ich habe hier gesehen, Abu Hanzala, hier, ja, es sind Al-Hanafi und so weiter. Wenn man diese Leute anguckt, hat man gar keine, man merkt ganz genau, dass da irgendwas nicht stimmt. Diese Menschen, da fehlt einfach einiges. Man weiß ganz genau, irgendwas stimmt da nicht. Habt ihr schon mal von Yasin al-Hanafi gesehen, gehört, wo er sagt, Allahu alam? Noch nie. Er sagt, das ist so und so, so und so, so und so, so und so, so und so. Das ist so und so, so und so, so und so, so und so. Das ist so und so, so und so. Sag mal, Allahu alam. Allah weiß am besten. Die Gelehrten sogar haben alle gesagt, Allah weiß am besten. Ja, die Gelehrten. Die Gelehrten. Und er, von ihnen habt ihr noch nie gehört, Allahu alam, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber von ihnen hat man sehr selten das gehört, zumindest. Man sieht immer wieder, dass er irgendwie seine Meinung sagt und auch aus Trotz, arrogant, sage ich ganz ehrlich, bringt das auf jeden Fall rüber. Arrogant, das haben mir viele Geschwister schon gesagt, dass dieser Yasin al-Hanafi arrogant ist. Und das sehe ich in seinen Videos auch, wie er redet, sein Mimik, seine Art und Weise, wie er das rüberbringt. Ich meine, am Ende geht es hier um Muslime meistens, ne? Auch unter anderem. Klar, er hat auch Videos gemacht gegen Christen und so, da sagen wir nichts dazu. Gar nichts. Alhamdulillah, möge Allah ihn dafür belohnen. Ja? Aber möge Allah ihn auch recht leiten, weil er diese Meinung vertritt. Die Meinung, die halt vollkommen falsch ist, die ist einfach falsch. Die ist einfach falsch. Das muss man einfach ansehen. Weil das wird niemandem helfen. Das wird einfach nur spalten. Ja, aber Schirk, ihr macht doch Schirk. Nein, das ist kein Schirk. Haben wir schon gezeigt, Ibn Abbas, Daus, forderten Ar-Razi. Ja, forderten Ar-Razi sagt aus dem Herzen aus, wenn man daran glaubt. Und aus dem Munde aus es bezeugt. Und nicht mit Allahs Gesetzen herrscht. Dann ist man was? Ist man kein Kafir. Also das heißt, es gibt die Möglichkeit, dass man mit Nicht-Gesetzen Allahs Gesetzen herrscht und trotzdem nicht ein Kafir ist. Aber diese Leute sagen, es ist Kafir. Die kommen halt von Jamalatin Kaplan. Jamalatin Kaplan ist ja bekannt gewesen. Der hat jemanden umgebracht hier aus Berlin, umbringen lassen aus dem Grund, weil er halt ausgetreten ist. Der wollte halt dann selber Kalif werden, derjenige. Und den haben sie dann einfach getötet hier in Berlin. Und dann kam Metin Kaplan, nachdem er gestorben ist. Das war der Sohn, der ist im Gefängnis gewesen, bis jetzt noch. Ist jetzt auch raus, glaube ich. Allahu alam, so wie ich weiß. Und keiner hört ihm mehr zu. Ja, keiner will mehr ihm zuhören. Also die Kaplanji, die sind, wie soll man sagen, die waren früher auf jeden Fall organisiert, ja, muss man schon zugeben. Aber mittlerweile sind die nicht mehr so wie früher. Ja, also es gibt immer, die werden immer weniger, sagen wir mal so. Die werden immer weniger, die gibt es kaum noch, ja. Und klar, Yasin al-Hanafi und Furqan oder wie die alle heißen, die Jugendlichen, die versuchen halt die Jugendlichen auch zu sich zu gewinnen mit Emotionen, immer wieder Emotionen wach werden, Emotionen, 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 Politik, Emotionen. Aber das ist nicht das Sunna, das ist nicht der Koran, was uns Sunna uns beibringt. Man soll milde sein, überleg mal, milde sein. Wo ist die Milde hier, wenn du sagst, jeder ist Kafir, Yani? Was ist das? Das ist doch kein milde Sein, ja? Wo ist es, Yani? Wo ist diese Aufrichtigkeit, wo man aus dem Herzen auch sieht, aus dem Gesicht rausstrahlt, die Aufrichtigkeit, wo man weiß, er redet vom Koran und Sunna mit Wissen. Auswendig lernen, wenn das alles ist, dann Alhamdulillah, dann Subhanallah. Ja, dann seid ihr alle gerettet, Mashallah. Ja, er brettert immer runter, hier, das ist gesagt, aber keiner kann es prüfen, keiner weiß, wie das gemeint ist, aus dem Kontext und so weiter. Und dann erzählt er irgendwelche Sachen, Märchengeschichten und erklärt einfach jeden zu Kafir. Überlegt euch mal, über 99% der Muslime sind eigentlich Kafir geworden. Ne? 99,9%, vielleicht Allahu alam, sind alle Kafir geworden. Wer ist noch übrig geblieben? Die Kaplanji, die Leute, die halt irgendwelche Sachen machen, ja, diese, ihr wisst, wie ich meine, die ganzen Leute da hier, der Österreicher und so weiter. Aber wir haben nicht viel zu reden. Das letzte Wort, wir machen aus diesem Grund die Videos, weil die angefangen haben mit Unruhe stiften, weil die Gelehrten als Kafir ansehen, Gelehrte, die Erben des Propheten als Kafir angesehen haben. Aus diesem Grund sind wir verpflichtet zumindest
ein Video zu machen und sein Gesicht aufzudecken. Aus diesem Grund machen wir diese Videos und nicht, weil wir Unruhe stiften würden. Wenn er leise wäre und diese Meinung hätte, dann würden wir sagen, okay, das ist seine Meinung, halte. Gibt es viele bestimmt, von die solche Meinung haben. Aber er ist ja nicht leise, er macht Videos, manipuliert und erzählt manchmal Unwahrheiten, Märchengeschichten. Aus diesem Grund müssen wir die Wahrheit erzählen, damit die Menschen einfach sehen, was die Wahrheit ist. Aus diesem Grund. Und Alhamdulillah, es haben einige gesehen, wir sind nicht Unruhestifter, sondern er ist derjenige, der Unruhe stiftet. Wa akhu da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.